MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom FIFA 14 Karrieremodus. Falsch. Ultimate Team Pack Opening. Und wir sind ja immer noch auf der Suche nach dem großen Fang, der uns irgendwie nicht gelingen möchte. Ich kämpfe ja schon lange darum, hier mal ein ordentliches Päckchen zu ziehen. Die ganze Zeit haben wir nur die Kackpacks. Und das dieses Mal ist halt nicht so mega geil. Juan Mata ist nicht schlecht, könnte man mal mitnehmen. Und wir machen hier mal wieder ein paar auf. Bin am überlegen, ob wir erstmal das ein bisschen aussetzen, solange das nicht so ein mega geiles Dingsbums ist. Aber naja, was soll's. Machen wir auch. Wir können ja vielleicht noch andere coole Spieler kriegen. Und auf jeden Fall, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Und schaut mal in die Videobeschreibung, da ist ein Link zu MMOGA. Da könnt ihr euch gerne gut und günstig Coins besorgen. Und gleichzeitig unterstützt ihr uns damit. Das wäre mega spitze. Würde mich super freuen, wenn ihr dann vielleicht, wenn ihr euch was holen wollt, da was holen würdet. So, das holen wir auch in den Verein. Der Rest kann abgestoßen werden. Obwohl die zwei Non-Rares, Italien... Nee, machen wir ruhig weg. So, gucken wir mal einfach, ob wir hier was Cooles ziehen. Da war irgendwas noch, was mir noch vorgeschlagen wurde. Ich weiß es nicht mehr, ich habe es voll vergessen. Aber letztendlich, glaube ich, kommt es nicht drauf an, wer auf den Packs ist. Es ist alles nur Einbildung, ne? Jetzt haben wir vielleicht was Gutes, vielleicht aber auch nicht. Ich kann nur nicht so ausrasten, weil es schon so spät ist. Das ist so ärgerlich. Wenn ich jetzt ausraste, ich glaube, ich mache das ganze Haus wach. Denn es ist, wo habe ich meine Uhr? Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Es ist schon sehr spät. 1.38 Uhr. Psst. Dürfen die Leute nicht wecken. Und wisst ihr, was mich noch ärgert? Dass ich nicht PC mit PS4 verbinden kann. Ich würde so gerne vielleicht ein paar Karten hier rüberbringen zu meinem PS4-Account. Das geht auch nicht. Und auf meinem PS4-Account, da bin ich auch nur Level 8 oder so. Und hier bin ich Level 50. Echt voll doof. Echt alles doof. Mano, wir ziehen keine guten Spieler, nur Schrott und dann auch noch so ein Scheiß. Kann ich nicht mal Münzen rüberbeugen, Mano, alles doof. Ja, aber lassen wir es, ist schon okay. Wir machen hier einfach unsere Kotzpacks auf. Naja, ist auch nicht wirklich gut. Vielleicht haben wir ja doch noch ein bisschen Glück, Training. Es geht, was haben wir denn für einen Tag? Was haben wir denn heute? Heute ist der 13. April. Das heißt, in 10 Tagen kommt Team of the Season. Ja, Team of the Season. Und da geht es wieder los. Das ist dann, glaube ich, wenn ich mich... Oh, Hamschick, nicht schlecht. Wenn ich mich nicht komplett irre, ich glaube, 6 Wochen um den Dreh oder so. Meine ich, war das letzte Woche. Oh, Raphael und der Torwart. Zwei Brasilianer, wo nicht mal mitnehmen. Hamschick nehmen wir auch mit. Und dann kommen halt jede Woche da Team of the Season. Und ich kann euch empfehlen, vielleicht jetzt schon mal ein paar Spieler zu verkaufen, die ihr habt. Denn jetzt sind sie noch was wert. Team of the Season, da droppen erstmal die ganzen Preise der Informs und so weiter. Oder anderen Spieler. Das heißt, zum Ende hin werden die echt mega günstig und man könnte die da eventuell wieder günstig einkaufen. Das heißt, man macht Gewinn. Ich kann das natürlich nicht garantieren. Man weiß ja nie so genau, wie der Markt so reagiert, aber überlegt euch mal. Da gibt es dann blaue Spieler, Team of the Season, mega krass gut. Und jeder will Packs aufmachen, jeder will die haben. Entweder kauft man sich Coins, so wie bei uns, würde ich vielleicht auch... Ah, ist die Frage, wie das bei den Coins ist. Gehen die Preise dann hoch, weil mehr Bedarf ist? Also höhere Anfrage, höherer Preis. Eventuell jetzt schon Coins kaufen oder Spieler verkaufen. Ach du Scheiße, ist der langsam. Aber nehmen wir trotzdem mit, weil er geil ist. Also entweder jetzt schon Sachen verhökern und bunkern, damit man möglichst guten Vorrat hat, bis das Team of the Season kommt. Und dann halt, wenn es soweit ist, Packs aufmachen oder was auch immer. Und dann günstige Informs einkaufen. Also, was weiß ich, es gibt ja Spieler, die irgendwie sehr wertvoll sind. Sagen wir mal, meinetwegen, Gareth Bale.
Der kostet auf dem PC über 1 Million. Wenn ich da nicht gerade komplett falsch liege, kostet er 1 Million. Vielleicht wird er zur Zeit von Team of the Season nur noch, lass mich lügen, also das ist jetzt einfach nur ausgedacht, 800.000 kosten. Lass ihn nur noch 900.000 kosten. Dann würde man danach, wenn der Preis sich sozusagen wieder normalisiert oder vielleicht sogar noch höher steigt, nach dem Team of the Season, nach den 6 Wochen, würdet ihr wieder mehr kriegen und macht Gewinn mit dem Spieler. Also ich denke, man kann so auch ein bisschen traden, indem man während der Zeit, so möglichst gegen Ende, wo es halt viele Spieler dann auf dem Markt gibt, möglichst günstig einkauft. Aber ich bin mir halt da nicht so ganz 100% sicher. Da könnt ihr gerne mal vielleicht in die Kommentare schreiben, ob ihr das vielleicht so machen würdet. Ich denke, glaube, das könnte man so machen. So, machen wir also weiter hier. Das nächste Pack auf. Ich weiß gar nicht mehr, was ich zuletzt gesagt habe. Ich wurde eben angerufen, musste das eben rausschneiden. Und also ich glaube, die Preise werden sich da noch anders entwickeln. Man kann da gut Gewinn machen. Besonders, wenn man halt noch einen guten Spieler zieht. Aber das ist halt immer so Glückssache, ne? Das heißt ja, bei Team of the Season ist immer ein ganz normales Team of the Week in den Packs und auch ein spezielles Team. Also, was weiß ich, aus der Premier League, das Team der Saison. Ich weiß das alles gar nicht. Liga, BBVA, vielleicht Bundesliga. Ich denke, also Bundesliga müsste diese Saison dabei sein, besonders wegen Bayern zum Beispiel. Ja, also da wird hoffentlich auch David Alaba dabei sein. Oh Mann, das wäre so geil. Den mit einer Super-Mega-Ultra-Karte, den dann zu haben. Oder denkt euch irgendeinen anderen Spieler aus. Auf jeden Fall kommt dann jede Woche ein Team und auch ein Most Consistent Team of the Season. Spieler, die besonders gut gespielt haben, aber halt kein in Form gekriegt haben. Wenn ich das noch richtig so im Kopf habe aus dem letzten Jahr. Ich habe ja letztes Jahr das erste Mal mit diesem ganzen Team-Off und so einem Kram da mitgemacht. Hatte aber auch kein Glück bei den Dingern. Ich habe da gezogen wie ein Dover und habe nichts gekriegt. Ich hatte doch, warte mal. Wartet mal. Ganz kurz gucken. Ich kann hier aber nicht, nee, das geht nicht. Das kann man nur in der Web-App. Da kann man nämlich, warte mal, Teamauswahl kann ich nicht, nee, man kann ja in der Web-App diese alten Teams öffnen, angucken, die man davor hatte und da konnte man sich die Dinge angucken. Ich hatte, glaube ich, von einem Abonnenten Courtois Team of the Season geschenkt bekommen. Wenn ich mich da richtig erinnere. Dann hatte ich noch Jesus Navas. Aber so richtig erinnern tue ich mich da nicht mehr. Xabi Alonso hatte ich auch. Okay, ich hatte doch ein paar. Ja, doch ein paar hatte ich. Aber ja. Nichts so mega krasses. Also Jesus Navas ist natürlich schon geil. Der war schon geil, Jesus Navas. Der war sehr, sehr schnell. Ich glaube, der hatte 94 oder so insgesamt als Stärke. Bin mir nicht ganz sicher. Und dieses Jahr, die werden bestimmt auch alle sehr gut sein. Hätte ich auf jeden Fall gerne ein geiles Bundesliga-Team. Ich weiß nur nicht mehr, ob die Bundesliga ein ganzes Team hatte. Bin mir da nämlich nicht sicher. Letztes Jahr war ja das Team of the Year komplett Liga BBVA. Also nichts anderes. Das war auch beknackt, richtig beknackt. Team of the Year und das war nur Liga BBVA. Also richtig bescheuert. Einfach der blödeste Quatsch, den man sich vorstellen konnte. Aber ja. Wahrscheinlich nur aus Real Madrid. Aus Real Madrid und Barcelona und ich glaube sogar noch Atletico oder so. Aber viel mehr war sonst auch nicht drin. Echt beknackt. So, Abiyati, ich glaube, der ist auch nicht viel wert. Abstoßen. Und ich glaube, wir haben schon fast zu viele Packs aufgemacht. Machen wir, glaube ich, jetzt hier das letzte Pack auf. Ja, ja, doch. Sandro. Ja, habe ich auch schon, glaube ich. Flamengo, ja. José Calderón packen wir auch auf die Bank mal. Und dann sage ich erstmal danke. Manuell zuweisen. Danke, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Auch wenn es hier nicht so ein mega spektakuläres Pack-Opening war. Wieder nur Schrott da drinne.
Irgendwann müssen wir doch mal was ziehen, oder? Ich glaube, ich habe letztens KSI gesehen. Der hat über 100 Packs aufgemacht. Über 100 Packs mit FIFA-Points. Der hat da, glaube ich, 26.000 FIFA-Points oder mehr ausgegeben. Hat auch nur Scheiße gehabt. Nur Scheiße in den Packs. Es ist manchmal echt sehr verblüffend, wie blöd das laufen kann. Und dann habe ich letztens Neil André geguckt. Das sind ja Netzwerkkollegen von uns. Und der hatte einfach mal Marco Reus in Form, second in Form im Pack. Einfach so, bing, Marco Reus, tada. So kann es gehen, ne? Mal läuft's nicht. Bei uns läuft's gerade überhaupt nicht gut. Ich hoffe, dass das bald mal besser wird. Will mal irgendwie ein paar gute Informs kriegen. Also mich würde hier interessieren, Juan Mata, PP, ja, also hier würde mich auch interessieren, Ulreich. Ein schöner, kleiner Inform, ich glaube, der ist auch nicht so teuer, kann man wahrscheinlich auch so kaufen. Rodriguez, ja. Westermann, nee, eigentlich nicht so sehr. Eigentlich ist das auch nicht so geil, das Team hier. Gut, dann war's das für diese Folge. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.